Willkommen bei Vortrag, wie Gott hackt, Lektionen aus realen Security-Vorfällen. Ganz kurz zu mir. Vor über 20 Jahren habe ich das Grimmel-Projekt an der TU Graz erfunden. Das ist ein Linux-basiertes Live-System, speziell für Systemadministratoren. Dafür gibt es forensische Auskopplung namens Grimmel Forensik. Beruflich bin ich Geschäftsführer von der Synpro Solutions. Wir machen strategische IT-Beratung, machen Workshops rund um Best Practices und eben auch Emergency Response. Das ist Teil von dem, was wir uns heute anschauen. Ich mag tricky Computerprobleme, ich hasse Drucker, ich mag Musik und Schlagzeug spielen und gute Bücher. Wer lustige Bücher kennt, kommt bitte nachher zu mir und nennt mir die Titel. So, unser Thema läuft unter diesem Aspekt. Wir haben Gastadministratoren bei uns. So, erste Frage zu euch. Wer fühlt sich da angesprochen? Cool. Habt ihr das jetzt dezimal oder binär gelesen? So. Wer fühlt sich da angesprochen? Oh, Respekt. Moment. Hände hoch, wer das war. So, gibt es dahinter die das so aufgepasst haben? Weil wahrscheinlich hätten alle aufzangen müssen. Genau, lesen's. So, wer ist von euch Administratorin oder Administrator? Cool. Wer wurde schon mal gehackt? Okay. Wer ist Gastadministratorin? Okay, Bewerbungsschreiben bitte nachher zu mir. So, wir schauen uns das Ganze jetzt an. Wir haben zwei Incidents. Der erste hat so angefangen. Es kommen chinesische Zeichen, hängt das vielleicht mit dem Domain-Transfer zusammen. It's always DNS, by the way. Der zweite war, we need cybersecurity help. So, Disclaimer, die Fälle sind absolut real, da ist nichts davon erfunden. Die Namen und die Details sind aber zur Wahrung der Interessen der Beteiligten anonymisiert. Und da geht es gar nicht darum, Victim Blaming oder sowas, das hätte jedem passieren können. Da geht es nur darum, ich möchte niemanden direkt drauf mit dem Finger zeigen. So, der erste Fall war eine Website. Wer war im Los Fassis Talk davor? Cool, ihr dürft jetzt nichts sagen, was glauben die anderen, um welche Website-Technologie es da geht? Ja, yeah, WordPress it is. Wir haben einen Verein mit einer Event-Website. Das Event steht kurz vor der Tür und eine der Organisatorinnen schreibt bei der Google-Suche nach Event, da kommt zwar die erwünschte Domain als erster Hit, top, aber die asiatischen Zeichen in Titel und Text für Hauptseite, die sind ein bisschen unerwartet für ein österreichisches Event. Wenn wir die Website besuchen, sieht es in Ordnung aus. Technisches Problem oder Angriff? So, was glaubt ihr, was wir als erstes machen, damit wir es reproduzieren? Ideen? Bitte? Die Google-Suche haben wir gemacht, das stimmt alles so, also was da rauskommt, aber das Problem jetzt reproduzieren. Wir gehen auf die Website und es schaut alles normal aus. Von woanders besuchen? Ja, gute Idee. Bitte? Curl? Googlebot? Als Googlebot ausgeben? War das jetzt? So, Problem reproduzieren. Google Cache, wir können uns natürlich einfach die Google Cache anschauen, was die glauben. Hat jemand eine Idee, was das ist? Ich hab's auch nicht gewusst. Ist ein Mascara. Ein Kosmetikprodukt. So, wenn wir jetzt sagen, wir sind auch Google, kriegen wir übrigens auch sowas produziert. So, machen wir kurz eingeloggt ins WordPress. Da stehen interessante Benutzernamen drinnen. Ein Administratoi, ein Papaxia, ich habe das dann Google Translate übersetzen lassen. Das steht für meinen Vater, das finde ich schon sehr, sehr amüsant. Ja, schauen wir mal, dann sehen wir mal.
Wir haben ungewöhnliche Dateien im Webroot. Da gibt es ein CSS, das einen sehr ungewöhnlichen Namen hat. Und das lädt von einem CDN, von einem japanischen Online-Marketplace, weitere Daten nach. Wir haben eine Datei, die fühlt sich so an mit, da sind vielleicht Fehlermeldungen gesammelt, stimmt aber nicht, sondern es ist eine Plaintext-Datei mit Username, Passwort aller WordPress-Logins auf der Website. Und in diesen About kurz reingeschaut, das schaut schon sehr merkwürdig aus. Da wird das so ein klassischer Abwehr-Plugin von WordPress namens WordFans, wird da einfach umbenannt. Ja, alle relevanten Personen informiert, um die Informationen gefragt, weiß da irgendjemand was, alle Passwörter von allen Accounts, die da drauf sind, neu gesetzt, infizierte, unerwünschte Dateien beseitigt, das waren übrigens viele. Dann eine dokumentierte Timestamp-Datei anklickt, einfach nur so mit Wild Guess, kann natürlich alles gefaked werden, aber oft hilft es einfach, dass man sieht, ob Änderungen ab diesem Zeitpunkt. Die Website schaut wieder gut aus, also auch wenn man als Googlebot daherkommt, abwarten, Kaffee oder Tee trinken. Was glaubt ihr, ist passiert? Ja, ein paar Tage später hat es wieder so ausgeschaut. Wo stehen wir? Wir haben alles wegwerfen und neu machen ist relativ uncool gewesen zu dem Zeitpunkt, kurz vorm Event. Kommunikationsprobleme auch. Wäre die Schwachstelle damit überhaupt behoben gewesen? Also wenn wir das jetzt neu installieren, haben wir das gleiche Problem wieder. So, aber es sind nur Suchmaschinen betroffen. Normale Website-Besucher merken nichts davon. Die Website ist auch relativ responsive, also mit dem Hack selbst könnte man sogar weiter überleben dabei. So, das heißt aber Ursache für das Problem nach wie vor unklar, das müssen wir jetzt einmal identifizieren. Webhosting-Probleme geht es weiter. Wir haben kein SSH verfügbar, das heißt ein schnelles Crepe irgendwo geht einmal nicht. WordPress CLI kommt auch nicht direkt in der Form in Frage. Aus Datenschutzgründen sind die IP-Adressen in den Logs anonymisiert. Randomisiert das letzte Octet, aber der Angreifer hat für uns mitgeloggt. Cool. WordPress-Installer ist ohne Hardening, also wir haben da kein spezielles Hardening, das ist vom Provider so rauskommen, und es gibt halt keine Möglichkeiten, um Incoming- und Outgoing-Traffic zu blockieren, also dass wir sagen, wir sperren halt jetzt einmal den japanischen Bereich aus. So, Backups sind nur für die letzten 14 Tage verfügbar und initial war natürlich auch unklar, seit wann das Problem auftritt. Wer von euch erkennt den Hoster? Schaut. So, Quickstart. Wie kann man uns das trotzdem anschauen? Wir können mit Mount SSHFS können wir uns das Webverzeichnis lokal hermounten und wir können dann lokal drauf operieren. Ist zwar jetzt nicht super schnell, aber wir haben die normalen Tools. Ripcrap, wunderbares Tool, ein besseres Crap. Wer das noch nicht kennt, unbedingt aufschreiben. Da können wir jetzt noch ganz klassischen Backdoors oder Funktionsnamen, die einladend wirken, suchen in den PHP-Dateien. Und, es ist ein WordPress, wir machen einmal ein komplettes Diff von der Website gegen ein sauberes WordPress. Wie sollten das eigentlich ausschauen? So, und in der WP-Login-Datei sind da interessante Änderungen drinnen. Wir haben da eine README-HTML, die geschrieben wird, eine License.txt, als Logo wird neu geschrieben, unsere bekannte Aero.zip ist da drinnen, Logs.txt. Dort wird überall das Gleiche reingeschrieben, also die möchten sicher gehen, dass sie die Logins ganz sicher abgreifen können. Dann gibt es da in der Index.php eine sehr auffallende Variante mit einer Sitemap.xml, aha, sehr spannend, und eine Robots.txt, mit der man normalerweise kontrolliert, wer die Website besuchen kann. Und in der steht was sehr Interessantes drinnen, weil das ist eine Produktliste für japanischen Online-Store. Also im Endeffekt ist das jetzt genau das, nach dem wir suchen. Wir wissen mit anhand dieser Datei, jedes Mal, wenn die Sitemap.xml oder diese Tuny-Datei auftaucht, sind wir gehackt worden. So, dann schauen wir in diese Backdoor mal rein. Das ist ein reun.php. Da steht nicht großartig was drinnen. Was ich sehr amüsant finde übrigens, die haben die Blocks anscheinend durchnummeriert. Also wir haben eine ID gehabt bei dem Angreifer. Da gibt es mehrere davon. So, das ist der relevante Code aus der Datei raus. Den können wir jetzt natürlich reverse-engineeren. Aus dem Snippet kommt dann das raus. Das ist nichts anderes, als dann noch Rot 13 drüber laufen lassen. Das können wir halt auf der Command-Line einfach so machen. Und da kommt so eine tolle XYZ-Domain raus. Und dasselbe Pattern haben wir in ganz vielen anderen Dateien. Immer mit diversen XYZ-Domains. Die zeigen alle auf dieses Shark Tech Inc. Netz.
Wir sagen jetzt, okay, wir machen mal weitere Cleanups. Wir installieren das ARIO Activity Log. Das ist von WordPress ein Plugin, mit dem man einfach Aktivitäten log, sich aufzeichnen lassen kann. Unbenötigte Plugins deaktiviert, was bei WordPress nicht ganz so leicht ist, weil man deaktiviert halt irgendwas und die Website geht dann halt auf einmal doch nicht mehr. Und Zugriff auf die WP-Login probieren wir halt einmal, dass wir die auf bekannte IP-Adressen limitieren. Guess what? So. Also wir sind sie noch nicht losgeworden. Wir machen weitere Cleanups, neue Installation von WordPress und den Plugins. Noch, nach wie vor ist unklar, ob uns die unendliche Geschichte droht, weil wir reden jetzt nicht von, das ist, haben wir gemacht und 3 Stunden später, sondern wir reden da schon von über einen Zeitraum über mehrere Tage oder Wochen. Aber mir fällt dann ein Verzeichnis auf, das Permissions 000 hat. Und da sind sehr, sehr viele Dateien drin, die alle sehr verdächtig klingen. Und mit dem Dateinamen oder beziehungsweise dem Verzeichnisnamen kann man suchen gehen und findet eine Vulnerability im Royal Elementor Plugin. Und wer bei den Lost Fuzzies war und den C4SS-Score von den anderen Lücken gehört hat, kommt euch vielleicht bekannt vor, ist wieder die 9.8. Das Tolle ist, da kann jeder dank dieses Plugins mit der Backdoor Sachen hochladen. Und nur damit man sieht, wie toll das dokumentiert ist, da steht dann im Changelog von dem Plugin, steht drinnen Fixed Security Issues. Das habe ich reverse, also im Sinne von mit jemandem mal die Versionen angeschaut, weil es gibt nicht einmal die Git-Projekt oder sowas. So, es wird noch besser. Die Leute, die die Schwachstelle gekannt haben, die haben uns das sogar hinterlassen. Es steht in den Dateien, die dann in diesem Verzeichnis drinnen sind, von den Test-Scannern, das CVE-Record drinnen. Ja, das Tolle ist, viel Malware gefunden, also meine Sammlung wurde erweitert, zum Beispiel das hier. Und wir können das natürlich auch wieder reversen. Wir schauen uns das in PHP an. Es ist einfach nur eine längere Zeichenkette. Und wenn man sich das dann, wenn man das durch Base64 die Code durchlässt, kommt da ein wunderbarer Code raus, mit dem man schon so ein Gefühl dafür hat, was das sein könnte. Was haben wir denn da? Ja, noch schöner, aber das zählt. Wer war das? Na, Achtung. Jo. Eine wunderbare PHP-Webshell. Mit der kann man jetzt auf dem System natürlich auch alles machen und das haben die jetzt da genauso gemacht. Also da kann man beliebige Dateien hochladen, da kann man umbenennen. Also ich habe das natürlich in einer virtuellen Maschine nur, einer isolierten getestet. Das Problem ist jetzt damit eigentlich gelöst. Wir machen ein Cleanup, wir machen eine Neuinstallation mit der neuen Version des betroffenen WordPress-Plugins. Google Search Konsole mit Cleanups und Neuindizierung veranlasst, damit der Suchmaschinenindex wieder sauber ist. Andere betroffene Websites habe ich identifiziert, und zwar sehr viele. Interessanterweise gestaltet sich die Kontaktaufnahme schwierig, weil niemand pflegt diese Websites und da stehen halt auch keine Kontaktinformationen raus. Also ich bin so weit gegangen, dass ich mich bei YouTube angemeldet habe, dort bei irgendwelchen Organisationen und dort herausgefunden habe Mailadressen und nach dem 4. Bounce von einer Organisation, so einer, habe ich halt bei der wieder aufgegeben. Kontaktaufnahme war also wirklich schwierig. Das Event ist erfolgreich vonstatten gegangen und everyone was happy. Identifizierte Probleme von diesem ersten Fall. Der Webentwickler hat mit einem Admin-Account gearbeitet. Das ist per se jetzt noch ein direktes Problem, aber das Problem ist eigentlich, dass wir nicht gewusst haben, was waren legitime Aktionen und was nicht. Das heißt, die Empfehlung da sollte jeder mit seinem eigenen Account arbeiten, wäre halt hilfreich gewesen. Die Person, die den Webentwickler und die Website beauftragt hat, ist mittlerweile aus diesem Projekt ausgestiegen. Das heißt, es hat nie so einen sauberen Übergang gegeben. Es gibt keine Dokumentation, welche installierten WordPress-Plugins überhaupt benötigt werden. Und das ist jetzt der eigentliche Flaw oder warum wir in diesen Hack reingelaufen sind. Nicht für alle WordPress-Plugins war automatisches Update aktiviert. Hätten wir das gehabt, hätten wir diesen Security-Fix von dem Plugin natürlich auch mitbekommen. Das war die eigentliche Ursache. Fall 2, ein Linux-Server. Das war eine Firma mit vielen Servern. Ich sage deswegen vielen, weil ich habe keine Ahnung, wie viele es wirklich waren. Und die Server verhalten sich komisch. Produktionsbetrieb stark beeinträchtigt. Die Endkunden rennen dem Support die Bude ein, also die wissen schon gar nicht mehr wie.
Und das Problem verbreitet sich angeblich rasend schnell über alle Server. Hohe Dringlichkeit. So, wir haben ein kurzes Kickoff-Meeting, Jitsi-Meeting für die initiale Absprache und Koordination. Über Signal kommunizieren wir in einem sicheren Weg und kurze Bande mit einem der Admins. Mein SSH-Key wird auf ausgewählten Servern eingespielt, damit ich dann zugreifen kann. Meine Jump-Host-IP wird freigeschaltet und es gibt nach wie vor infizierte Systeme. Das ist gut, weil da kann ich mir anschauen, was dort los ist. Aber es gibt Herausforderungen. Habt ihr Backups? War so die Frage mit, Sie wollten es nicht so richtig beantworten. Es gibt teilweise uralte, nicht aktuell gehaltene End-of-Life-Distro-Releases, im Sinne von, manche waren über 900 Tage ab. Wenn man ein App-Get-Update ausführt, hagelt es nur Fehler. Übersicht über alle Systeme, so das Gefühl mit, von wie viel Servern reden wir wirklich? Ich weiß es nicht, angeblich gibt es ein Monitoring, aber die Information wollten sie mir nicht so richtig sagen. Also ich glaube, sie wissen nicht so viel, wie viel es wirklich dann gibt. Konfigurationsmanagement gibt es auch nicht wirklich. Identisches Passwort für alle Root-Logins. Und SSH-Login geht als Root-User. Ja, warum sich das jetzt relativ weit verbreitet, ist mir relativ klar gewesen. Sagen wir so, die Infrastruktur hatte Verbesserungspotenzial. So, schauen wir mal, dann sehen wir. In der Shell-History umgeschaut, da habe ich schon Passwörter gesehen von Deployments, wo ich mir gedacht habe, vielleicht sind das jetzt gültige Zugangsdaten für Datenbanken und dergleichen, wäre nicht schön mit Kundendaten. In den Logs reingeschaut, natürlich unter Vorbehalt, weil Logs werden natürlich gerne weggeputzt. Prozesslisten angeschaut, ist da irgendwas Unerwartetes im Busch? Die Cronjobs, Systemd-Timers angeschaut, ob dort irgendwas drinnen ist. Kommen wir später noch dazu, warum das jetzt vielleicht relevant wird. Busybox Static Cold, das ist Busybox statisch kompiliert, das heißt, man hat ein vertrauenswürdiges Binary, weil im Endeffekt man weiß nicht, ob man auf dem System noch irgendwas ausführen kann, was nicht schon infiziert ist. Wir gehen einmal die Checksummen von den Binaries einsammeln, also wir haben da verschiedene Distributionen auch, aber auch Debian eben dabei. DCP-Dump im Hintergrund einmal gestartet, damit man schaut, ob es irgendwelche Netzwerkanomalien gibt. Kurz das Admin-Log, das es auf einem System gegeben hat, geschaut, ob es irgendeine neueren Dateien gibt. Und wenn wir was finden, wollen wir natürlich die Binaries für spätere Analyse sichern. So, über Skript, Verify Checksums, das geht drüber und auf einem Debian-System gibt es eben Depsums und mit dpkg kann man da ein bisschen drüber skripten und dann alle modifizierten Binaries identifizieren. Natürlich nur unter der Annahme, dass die Checksummen, die in der Datenbank von der Debian-Paketmanager stimmen, aber das ist grundsätzlich eine relativ schnelle und einfache Variante mit Wild Guess. Da sind Binaries dabei, die nennen sich A und Clean und CLS, also Clear Screen, CronD in einem Pfad, der jetzt eigentlich ungewöhnlich ist, Visudo wurde modifiziert, UID, Unread, also interessante Binary-Namen. So, die Malware mal eingesammelt und einmal mit einem Strings reingeschaut. Das klingt schon einmal nicht gut. Also Clean ist, wer Steuerung L nicht kennt, also wenn das jemand ausführen würde, vielleicht System cleanen oder was auch immer, oder der Angreifer führt sein System auf. So, aber in der Prozessliste ist auch noch was Interessantes. Da läuft, das ist jetzt ein System, das läuft seit einem Tag, also das wurde rebootet. Und da läuft ein Zcat-Prozess mit viel Last. Der Prozess hat diese Prozess-ID, also 23.163, und wurde gelöscht. Das heißt, gutes Merkmal mit, da hat jemand hinter sich aufgeräumt, aber der Prozess läuft noch. So, wir können über das PROC-File-System, über Map-Files, auch obwohl es gelöscht ist, können wir das direkt rauslesen, also wir müssen nicht einmal aufs Dateisystem über die Inode-Nummer geben, sondern wir können direkt das laufende Binary uns rausholen. Sicherheitshalber, was man auch immer macht, ist ein S-Trace hinterherwerfen, noch zu schauen, ob da irgendwas auffällt, und das ist durchaus interessant, weil der hat die hohe Load eigentlich nur deswegen, weil er nicht mehr mit den Prozessen arbeiten kann, wie er das möchte. Er möchte nämlich ganz viele Dateien auf- und zumachen. So, das ist ein cooler Fun Fact. Was wissen wir über das? Die Tatsache, dass die Zahl da drinnen steht. Also da gibt es zwei Tutti-Frutti-Packungen, wer das beantworten kann.
Also die erste ist, macht es einmal auf einem aktuellen System. Da steht immer eine ganz, ganz hohe Zahl drinnen, und zwar die Maximumzahl, die es da drinnen gibt. System D macht es seit, glaube ich, Version 240 oder so, dass es immer Maximum draus macht, und S macht die weitere Ressourcenverwaltung. Das heißt, die erste Information, die da drinnen steckt, ist dieser uralte System, also das ist wirklich ein altes System mit einem alten System D. Und die zweite Information, das ist 10% vom Arbeitsspeicher, die da normalerweise verwendet werden für diese Anzahl an Dateien. Also das ist einfach statisch anhand, wie viel Memory zur Verfügung. Das heißt, wir wissen auf dem System allein anhand von der Zahl, wie viel Memory wir zur Verfügung haben, könnte man natürlich auslesen, auch. Aber wir wissen auch schon mit, das ist ein wirklich altes System. So, weiter, LSOff einmal drauf, auf die Prozessidee. Da sehen wir natürlich auch wieder dieses gelöschte Zcat-Binary drinnen und die Command-Line, das könnte man eleganter machen, das ist einfach nur aus der Doku raus, wie ich das gemacht habe. Zuerst einmal Close Wait identifiziert und da kommen dann drei IP-Adressen raus, somit da haben wir irgendeine Connections offen. Das ist ein heißer Kandidat, weil der Prozess hat etc-hosts gelesen, hat etc-resolve-conf gelesen, das heißt, da irgendwas könnte da im Push sein. So, gehen wir mal diese IP-Adressen ab, einfach nur aufgerufen auf diese IP und wir kriegen da schon den rohen Code von Server geliefert, also klingt schon nach heißer Kandidat. So, wir schauen mit SS rein aus IP-Root-Utils. Schauen wir uns einmal an, was wir für Prozesse da offen haben mit Destination-IP von der besagten. Ah ja, das klingt nach Volltreffer. Wir haben die nach wie vor im System. So, Treffer Nummer 2. Schauen wir in die Cron-D und in die Zcat-Binary, also das eingesammelte Binary, das momentan die Load verursacht. Das schaut nicht gut aus. Also das mit Strings reingeschaut und habe es jetzt auf das Relevante limitiert. Also da steht natürlich noch mehr drin, schauen wir uns noch an. Das klingt nicht erwartet. Achtung, Disclaimer. LDD. Ich weiß nicht, wer das von euch weiß, aber LDD sollte man nicht auf eine Binary ausführen in einer Umgebung, die nicht isoliert ist. Weil das kann probieren, das Binary ausführen. Das hat es auch für Strings gegeben mit libbfd. Da hat auch Strings Sachen ausführen können. Das heißt, das ist durchaus gefährlich. Wie ihr seht, habe ich das aber sowieso in einer isolierten Kriml-VM gemacht und es gibt bessere Tools für sowas. So, schauen wir jetzt mit Radar 2 rein. Das ist ein gutes Framework, mit dem man alles Mögliche machen kann. Da, mit was für einem Binary haben wir das zu tun? Das ist auf Red Hat kompiliert worden damals, also klingt nach was Älterem. Wir können auch mit Binary Ninja reinschauen. Das ist sehr komfortabel, um schnell irgendwelche Suchen nach irgendwelchen Daten zu machen, also so wie in der RO Data Section. Und da, das schaut schon sehr interessant aus mit diesem IRCX AS2. Das gleiche sehen wir auf der Command-Line auch wieder mit Radar 2, können wir genau das gleiche machen, kriegen wir die gleichen Infos raus, also wir lesen alle Strings aus dem Binary raus und in dem Fall habe ich jetzt einfach noch direkt, also man grabt normalerweise noch so RO-Data, da steht viel drinnen und IRC sieht man gleich das drinnen und das schaut sehr, sehr verdächtig aus, also ich hatte da schon eine Idee, mit was wir es zu tun haben. Und zwar gibt es diesen Kiten, die Kiten Malware, die dürfte schon seit 2006 herum bekannt sein, hat 2013, glaube ich, noch ein bisschen einen Wind bekommen. Und von Kiten basierend gibt es eben diesen Tsunami mit vielen gemoddeten Varianten. Das Problem von diesen Mods ist, dass die Checksumme nicht bekannt sind. Normalerweise schaut man die Checksumme an und okay, habe ich schon in meiner Collection, weiß schon, was es ist. Das ist in dem Fall nicht so gewesen, also das war einfach nur unbekannt. Es ist ein IRC-basierter C&C-Bot, der wird gern für Denial-of-Service-Attacken verwendet oder Distributed Denial-of-Service-Attacken. Der connectet sich halt in einen bestimmten IRC-Channel rein, wartet dort auf Anweisungen, was er tun soll und dann geht es halt weiter und das weiß man nicht, was dort droht. Das Interessante ist auf alle Fälle, der ist nicht über Cron oder Systemd-Timer, sondern der schreibt sich in etc-ercd-rc-local und etc-rc-conf rein. Deswegen ist der, also die haben gedacht, mit dem das System schon bereinigt gehabt, wir haben rebootet und es war halt wieder da. Das ist bedingt durch diese Tatsache. Und natürlich haben wir jetzt auch diverse History und Log Cleaner gefunden, also weil die wollen hinter sich auch immer aufräumen. So, wer steckt dahinter? Das ist wichtig. Das muss man zu dem Zeitpunkt machen, weil, das werden wir später sehen, das ändert sich über die Zeit. Also das sind diese IPs, hinter denen stecken sogar mehrere verschiedene.
Das schaut einmal schon nicht sehr europäisch aus. Für die kriegen wir überhaupt nichts. Wer kennt denn das da? Oh yeah. Werft die da mal da weiter. Flo, weiterwerfen bitte. Sorry. Achtung. Sorry, Flo. Also, da könnte man Glück haben, oder? So, jetzt schauen wir noch weiter mit dem Whois. Wer steckt da wirklich dahinter? Ob wir da nicht mehr Chance haben, dass wir da mit denen irgendwie reden. Erfahrungsgemäß ist das eher ein Nein. Werden wir später auch sehen, warum. VirusTotal, das ist eine bekannte Plattform, wo man Binaries, Checksummen, IP-Adressen und sowas raufladen kann. Das ist ein Beispiel für eben diese IP, die ist durchaus bekannt mit, da wurde Schabernack getrieben. Da sind sogar ein paar Domains gelistet, mit denen das zu tun hat. Unsere sind nicht alle dabei. Aber wir haben jetzt erste Schritte, die wir setzen können. Wir haben diese IP-Adressen haben wir identifiziert und wissen, mit woher der Angreifer kommt, beziehungsweise wo die Befehle herkommen. Das wollen wir unbedingt unterbinden, weil wir wissen nicht, was die vorhaben bei uns. Das könnte sein, dass die halt im Endeffekt alle Daten löschen wollen, dass sie was verschlüsseln wollen, dass sie halt Angriffe weiterfahren, wo wir dann im Endeffekt die Verursacher wären. Port 6667 auf alle Fälle mal ausgesperrt. Wir haben gesehen, dass die nur über den Plaintext-Port geredet haben. Das ist einmal auf allen Systemen als erste Maßnahme gesperrt worden. In der Zwischenzeit habe ich ein Malware-Cleanup-Skript geschrieben. Das hat Systeminformationen gesammelt, infizierte Prozesse identifiziert, weil die waren natürlich unter ganz beliebigen Binary-Names. Also manchmal hat es Bash geheißen, manchmal Perl, Zcat, also da waren ganz verschiedene dabei. Aber die möchte man identifizieren. Die Malware mal einklauen, damit wir sie später anschauen können, ob wir wirklich alles erwischt haben. Infizierte Prozesse und Dateien loswerden, lokalen Paketfilter verifizieren, also auch sicherstellen, dass der Traffic dorthin wirklich gefiltert wird und dass kein System übersehen wird. Reset aller SSH-Keys und das Root-Passwort neu setzen, dass das bekannte Root-Passwort oder zumindest das den Admins bekannt war, dass das nicht mehr im Einsatz ist. Dann hat es noch ein bisschen ein Feintuning von dem Cleanup-Skript meinerseits durch den Admin vor Ort gegeben, weil ich habe ja nur Zugriff auf ein paar ausgewählte Server gehabt. Das ist dann auf allen Systemen von denen ausgeführt worden. Da waren halt noch ein paar kleine Adaptionen notwendig, damit es überall sauber durchläuft. Systemzustand ist dann verifiziert worden und dann war mal Zeit für Pause. Das heißt, da durchaus Schlaf einholen. Postmortem und Nachbesprechungstermin hat es dann noch im Nachfeld gegeben, als sich ein bisschen beruhigt hat. So, jetzt schauen wir mal den Status im April 2024 an. Also das ist identisch, das ist gleich geblieben, da hat sich seither nichts getan. Die sind weitergezogen und da haben wir eine identische, da hat sich bei dem Provider, deswegen das, was meine Anmerkung, bei denen ist relativ egal, was wir glaube ich machen, weil die werden einfach weiter siedeln innerhalb der Firma, die hosten halt durchaus bevorzugt solche. Und die ist noch identisch, aber die Hetzen-IP ist jetzt verschwunden in der Zwischenzeit, also die haben sich darum gekümmert. So, jetzt haben wir vieles gesehen, was so schiefgegangen ist, aber nicht alles war nur schlecht. Was lief gut? Im Fall 1, die Person hat sich nämlich nicht nur über etwas Unerwartetes gewundert, die hätte es ja so hinnehmen können, ist halt komisch, sondern das Problem hat sie auch gleich gemeldet, ohne dass man irgendwie sagt, ich weiß nicht, wer schuld war. Und kein zeitlicher Druck, also da war wirklich kein zeitlicher Druck gegeben, weil es war nur für die Suchmaschine relevant, die hat sogar den richtigen Hit für das Event geliefert, aber für die Besucher der Website war es nicht erkenntlich. Die Ursache haben wir identifiziert und abgesehen vom zeitlichen Aufwand, der natürlich dadurch entstanden ist, ist kein relevanter Schaden entstanden. Das lief gut in Fall 2. Da ist rechtzeitig reagiert worden. Die haben durchaus am Anfang noch probiert, troubleshooten und kriegen wir das schnell in den Griff, haben aber gesehen, dass sich das ihnen vielleicht doch über den Kopf wächst. Haben dann Leute eingeschaltet, die sich halt das genau anschauen können. Stress aus Richtung Endkunden wurde komplett abgefangen. Ich habe nichts mit irgendeinem Kunden oder so zu tun gehabt. Und auch der Admin, der sich dann drum gekümmert hat, der hat sich auf diese Arbeit konzentrieren können. Das heißt, der Support hat das alles ferngehalten und in dem Fall war es bedingt dadurch, dass das weiter weg war, in unterschiedlichen Zeitzonen. Das heißt, wir haben 24/7 am Problem arbeiten können, weil während ich munter war, hat halt der Admin, einer der Admins vor Ort zum Beispiel schlafen können und dann haben wir übergeben können. Also das war durchaus ein Vorteil. Und die Firma hat den Angriff überstanden. Den Schaden kann ich nicht beziffern, weil da bin ich nicht involviert, aber da ist es zu keinem Datenverlust gekommen. So, was nehmen wir mit?
Das erste ist, alles, was ihr da seht, kann ich nur deswegen erzählen, weil ich es mitdokumentiert habe. Also, weil ich wüsste jetzt nicht mehr jede Command-Line von damals, ich wüsste nicht das Malware-Binary. Das ist ausschließlich deswegen möglich, weil ich ja Dokumentation habe. Und das gilt für alle Tätigkeiten, die in so einem Umfeld stattfinden, auch wie bei Administrationstätigkeiten. Man schreibt ja die Dokumentation nicht nur für andere, dass die nachvollziehen können, was man gemacht hat, sondern auch für sich selbst in 3 Monaten. Dazu zählt auch das Worklog. Man braucht eine Liste aller Host-Services-Dienste und Dienstleister, die zum Beispiel auch Zugriffe aufs System haben, damit man weiß, ob man alle Systeme erwischt hat. Man hat sonst keine Ahnung, gibt es noch irgendwas, was in der Infrastruktur schlummert, wo ihr was nicht gecheckt habt. Monitoring. Ohne Monitoring geht man nie an den Start, im Optimalfall sogar mit Anomalieerkennung, also ist irgendein ungewöhnliches Pattern im Netzwerkverkehr, ist irgendwo die CPU ungewöhnlich hoch, all solche Sachen. Das sind die Momente, in denen es anschlägt und wo man dann reagieren kann. So, ganz wichtig, zentrales Logging, das hat es in dem Fall nicht gegeben. Das Problem ist, man weiß nicht, ob man den Logs am lokalen System vertrauen kann. Steht da das drinnen, was man dort erwartet? Sind dort IP-Adressen modifiziert worden? Sind da irgendwelche Spuren verwischt worden? Das ist die hohe Priorität vom Angreifer, keine Spuren zu hinterlassen, dass nicht nachvollzogen werden kann, wer war der Angreifer und vielleicht auch warum. Das könnte ein Konkurrent sein, das könnte einfach nur ein Drive-by-Hack sein, also wo jemand zufällig halt vorbeikommen ist und man sieht es eh in diesem History-Cleaner, dass genau das mal ausgeführt wurde. Also da sind Daten definitiv verwischt worden. Einen funktionierenden Disaster-Recovery-Plan. Was wäre, wenn ein System bei euch, das zentral ist, verschlüsselt wird oder die Daten gelöscht werden? Wie kommt man dann wieder an den Start? Also dieses Bootstrapping-Problem, wie können wir wieder loslegen, wenn der LDAP-Server nicht da ist, wenn DNS-Infrastruktur nicht da ist, wenn DHCP-Server nicht da ist? Also dieses Ganze, das gehört im Vorfeld überlegt. Und funktionierendes Backup und Restore, also wirklich auch getestetes Restore. Man braucht ein Wiederherstellungskonzept. Wenn man mit Datenmengen von Terabyte zu tun hat und da heißt es mit jetzt heißt es wiederherstellen, dann werden die 10 Terabyte von einem Tape Drive halt nicht morgen alle wiederhergestellt und funktionstüchtig sein. Das Durchrechnen, welche Systeme haben Priorität, um was muss ich mich zuerst kümmern, wer kann sich um was kümmern, wo brauche ich Zugangsdaten etc. Und eben der Tipp, wenn jemand schon herausfindet, dass ihr gehackt wurdet, hinterlasst wenigstens so eine Information, dass man euch kontaktieren kann, also entweder Telefonnummer oder E-Mail-Adresse oder was auch immer. Also das war durchaus schwierig bei diesen gefundenen Schwachstellen, dass man die Leute informiert, dass sie aufgebohrt wurden. Best Practices, regelmäßig checken und anwenden. Es gibt dazu ein paar Best Practices, die man einhalten sollte. Ich habe dazu auf Grazer Linux dann schon einmal einen Vortrag gehalten, findet ihr dann den Link in den Folien drinnen. Da gehört da eben auch zum Beispiel zu, Software up-to-date zu halten. Also Systeme gehören halt auch gewartet. Das muss man nicht manuell machen, man kann es automatisch machen oder automatisch machen lassen und im Monitoring wird man benachrichtigt, sollte es doch Probleme geben. Und die wichtigen Troubleshooting-Tools wie LSOff, SS, was ihr da jetzt gesehen habt, was ihr da verwendet, die sollten halt auf allen Systemen auch zur Verfügung stehen. Es ist super mühsam, wenn man in dem Moment irgendein System anschaut, wenn man weiß, das S-Trace-Binary könnte clean sein auf den Systemen, aber ich muss es jetzt eigentlich erst nachinstallieren gehen von irgendwas. Die Sources-List-Konfiguration passt nicht, Netzwerkzugriff, vielleicht ist er gar nicht trustworthy. Also da gibt es so Varianten, dass es einfach leichter ist, dass man auf so einem System arbeiten kann. Und man braucht einen Plan für den Fall der Fälle. Was wäre, wenn? In all diesen Fällen, also da waren jetzt 2 exemplarisch vorgeführt, muss man immer einen Wissensabgleich ausführen unter den Leuten, die involviert sind. Was ist das Problem und seit wann gibt es das? Also ist das überhaupt bekannt, seit wann es das Problem gibt? Wer wurde auf das Problem aufmerksam? Auch das hilft wieder beim Eingrenzen, beim die Situation verifizieren, nicht nur blind vertrauen, was Leute annehmen oder glauben. Ich war in sogenannten Security Incidents involviert, die gar kein Security Incident waren, sondern es war einfach nur ein System, das sich falsch verhalten hat, weil halt irgendwo eine falsche Route gesetzt war, wo halt einfach irgendein Netzwerk falsch konfiguriert war etc. Das heißt, man muss erst einmal die Situation verifizieren, von der geglaubt wird, in der man ist.
Wer weiß denn schon Bescheid überhaupt? Also gibt's, ist das vielleicht eine Person? Wissen Endkunden schon Bescheid? Gibt es einen Business Impact? Gibt es irgendeine Relevanz, dass man sagt, man muss weitere Leute informieren, Endkunden? Oder vielleicht sogar eine Meldung an die Behörden, also Datenschutz-Thematik in DSGVO. Also da gibt es relativ strenge Auflagen, je nachdem in welchem Umfeld man auch ist. Die muss man einhalten. Wichtig beim Kommunizieren, wer muss ins Boot geholt werden? Also im Sinne von, wer muss jetzt dabei sein? Wer könnte dann mit ins Boot geholt werden? Vielleicht gibt es irgendjemanden, der eigentlich mit dem Problem nichts zu tun hat, aber der hilfreiches Wissen hat oder helfen könnte. Wen müssen wir noch einmal benachrichtigen? Wer kommuniziert nach außen hin? Das ist eben ganz wichtig zu trennen, diese PR oder Kommunikation nach Endkunden oder beziehungsweise der Öffentlichkeit, offiziellen Stellen gegenüber oder im Team vom Emergency Handling. Die müssen abgeschottet sein. Die dürfen keine Anfragen kriegen von irgendeiner Zeitung oder was können sie zu uns zu dem Vorfall sagen, sondern die sind ja da drinnen involviert und brauchen Ruhe zum Arbeiten. Wer ist für die Koordination zuständig? Also wer kann diese ganzen Leute eigentlich koordinieren? Weil es braucht irgendeine Person, die Ansprechstelle ist dafür, wer kann sich um was in der Arbeit konkret kümmern. Und man braucht da Kommunikationskanäle. Optimalerweise stehen die davor schon fest, beziehungsweise auch Fallback. Was wäre, wenn der Service, auf den ich mich normalerweise verlasse, zum Kommunizieren nicht zur Verfügung steht? Und die sollten bevorzugt sicher sein, dass nicht irgendein Angreifer mitlesen kann. Zur Planung noch, Prioritäten setzen. Es geht nicht alles gleichzeitig. Das ist so immer der Wunsch mit, wir möchten jetzt alle Angreifer loswerden und wir möchten die Systeme wieder sauber kriegen. Da wird's oft in einer Skalierung sein, wo man sagt, da geht dann einfach nicht mehr alles gleichzeitig. Die Arbeit entsprechend aufteilen, schauen mit, wie könnte man das portionieren, dass mehrere Leute an dem Problem arbeiten und die betroffenen Systeme davon identifizieren. Also um welche Systeme geht es überhaupt? Nochmal. Dokumentation, das ist auch fürs Postmortem, also für den Prozess, dass man das Problem, nachdem man es losgeworden ist, bespricht mit, was ist da passiert, haben wir über was übersehen, gibt es irgendwas, von dem wir da lernen könnten, beziehungsweise dass wir vermeiden, dass wir das nächste Mal davon betroffen sind. Eben, nach dem Problem ist vor dem Problem. Wer sagt, dass nicht noch einmal sowas passiert und zwar mit einer anderen Schwachstelle? Das ist erstens verifizieren, dass die Schwachstellen wirklich beseitigt sind, also auch in dem Fall wie bei dem WordPress-Plugin. Man kann einen Exploit ja verwenden, den es in the wild gibt und schauen, funktioniert der oder greift er noch. Was lässt sich aus dem Vorfall lernen? Also nämlich auch im Sinne von, mit was lernt man in diesem Prozess von diesem Angriff? Gibt es da irgendein Tool, das ich da verwendet habe, das mir bisher nicht bekannt war? Oder gibt es da irgendwas, irgendeinen Schmäh, den ich mir fürs nächste Mal vielleicht merken kann? Wie lässt sich das Problem in Zukunft überhaupt vermeiden? Also dass ich gar nicht erst reinlaufe. Postmortem-Prozess bereits angesprochen, also unbedingt im Nachgang drüber reden, über das Problem alle Leute involvieren und schauen mit, hätte man das besser machen können oder was könnte man da beim nächsten Mal anders machen. Über das Problem auch reden, schreiben, also auch im Internet teilen, durchaus da lernen andere Leute was davon, das ist auch sehr, sehr, sehr wertvolle Information und dann halt als Anlass nehmen, sind das Monitoring, das Logging adäquat, also erfüllen die Anforderungen, die man hat. Und bitte konstruktive Fehlerkultur und Lernkultur. Also es bringt nichts zu sagen, mit der ist schuld, dass wir gehackt wurden oder sowas. Das hilft niemandem was und bringt niemanden weiter, sondern geht es darum, aus der Lektion was rausnehmen und was lernen. Richtlinien. Es gibt jetzt die NIS-2-Richtlinie. Nur der Hinweis darauf, dass die bis 17. Oktober 2024 auch umzusetzen ist. Ist grundsätzlich für kritische Infrastruktur gedacht, ist aber erweitert worden, das ganze Umfeld. Wer das im Detail lesen würde, findet da das Dokument. Und das gleiche gilt für Digital Operational Resilience Act. Das ist, naja, nicht so, oder Einschlaflektüre hätte jetzt grundsätzlich eher mal gesagt, aber trotzdem, das sind Sachen, die es zu beachten gibt, falls man in der passenden Branche ist. So, zu Malware noch ein Thema. In isolierter Testumgebung bitte anschauen. Das ist nichts, das man auf dem Produktivsystem sich anschaut mit Strings und Co., sondern das sollte man dann eigentlich lokal herziehen und isoliert betrachten. Also dass da keine Connects also Netzwerkverbindungen nach außen passieren. Die Malware erkennt da gerne die Umgebung, in der sie läuft. Das heißt, es muss nicht sein, dass wenn ihr es ausführt, dass er wirklich was Böses macht. Das passiert dann nur im Debug-Modus. Sie erkennt, dass sie in einer virtuellen Maschine ist und macht dann dort nichts. Sandbox-Umgebungen erkennt sie, also wenn es halt gehardet ist.
Teilweise geht es so weit, also besonders bei Windows-Malware, mit Monitorauflösung, also wie groß ist der Bildschirm, und dann erkennt sie mit, ist das jetzt eine Remote-Verbindung, ja, nein oder wahrscheinlicher. Usernamen läuft nur unter bestimmten Usernamen. Die Systemsprache muss passen, das ist so der Klassiker aus dem Ostumfeld durchaus. Die sagen mit, ja, uns ist das relativ wurscht, wenn es auf Deutsch oder auf Englisch eingestellt ist, aber wenn ich es halt auf meiner lokalen Sprache habe, dann weiß ich ja, dass ich am System bin und da soll nichts passieren. Das wird also nur ausgeführt, wenn halt im Endeffekt die Spracheinstellung eine erwartete ist. Die machen dann einfach keinen Blödsinn. Manchmal machen sie auch wirklich Kopfstände, um Security-Tools zu deaktivieren. Also ein Netzwerk-Device wird deaktiviert, Routen werden umgebogen. Also läuft dann vielleicht dann nur beim jeden 8. oder 12. Mal wirklich. Also das ist nicht garantiert, nur weil ihr die Malware jetzt in einer isolierten Umgebung ausführt, dass dort genau das Gleiche passiert. Es ist häufig natürlich XOR oder Base64 encoded. Das heißt, da gibt es ein paar Klassiker, hätte ich jetzt einmal gesagt, mit denen man leichter reverse-engineeren kann. Und rund um Urlaubszeiten häufen sich Angriffe. Das hat durchaus das, was damit zu tun, dass manche Leute ja einen Daily-Job haben und dann in ihrer Freizeit Gastadministrator spielen. Und passend dazu das XZ-Utils-Thema, die Backdoor. Das könnt jetzt ihr als Gedankenspiel natürlich verwenden. Wann hättet denn ihr das in der eigenen Infrastruktur identifiziert bzw. behandelt? Also wem das jetzt nicht sagen sollte, das ist rund um Ostern aufgetaucht, dass seit längerer Zeit schon eine Backdoor in der XZ-Utils drinnen ist. Und das ist auffallend, weil jemand halt sich über das Verhalten aus Performancegründen gewundert hat, aus dem Postgres-Umfeld. Und die Frage ist mit, hätte man das in der eigenen Infrastruktur herausgefunden oder wäre man dann schon zu spät dran gewesen? Und zum Schluss noch ein paar Tipps, was ihr mitnehmen könnt oder wie ihr das verbessert. Postmortems lesen, viele Firmen, also viele ist übertrieben, aber es gibt einige Firmen, die sehr öffentliche Prozesse haben und sehr viel dazu veröffentlichen. Da könnt ihr reinlesen mit, was ist dort passiert, wie sind sie dagegen vorgegangen, was unternehmen sie, damit sie nicht mehr davon betroffen sind. Da kann man viel lernen, genauso wie wir das jetzt bei den Lost Fuzzies gehört haben. Einfach zu durchgehen, so Beispiele, was schiefgehen kann. Es gibt Disaster Recovery und sogenannte, also das Stichwort, damit ihr das kennt, Tabletop-Übungen, wo man sich ein Szenario überlegt, konstruiert und schaut mit, was wäre wenn. Da ist die Idee davon, man hat den Umgang davon in Stresssituationen mit Adrenalin, da ist alles anders und das vermeidet man, indem man das Ganze halt überlegt, mit Kaffee und Tee ausgestattet durchdenken kann und wenn es zum Fall des Falles kommen sollte, dann hat man das ganze Szenario vielleicht schon geübt. Die Bugging-Skills helfen auch beim Feuerlöschen. Also die Sache ist, das, was wir uns da angeschaut haben, das sind im Endeffekt gar nicht einmal noch so viel Reverse-Engineering-Techniken oder dass man sagt, man muss jetzt selbst da extrem tief reinsteigen. Das sind normalerweise relativ klassische Debugging-Mechanismen, die man halt als Systemadministrator macht. Auch dazu gibt es einen Vortrag von mir, Debugging für Sysadmins, da könnt ihr euch viele Tools rausholen, LSOff, S-Trace, Command-Lines, die interessant sein könnten. Und interessant ist natürlich, wer öfter schwierige Probleme löst, der kommt dann meistens auch für interessantere Probleme zum Einsatz. Und bitte mitnehmen, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und keine perfekte IT-Landschaft. Also wer das glaubt, dass es hat, bitte zeigen. Aber viele Probleme davon lassen sich mit vertretbarem Aufwand vermeiden. Und das ist eine gute Idee. Sonst kommt man in die ereignisorientierte Wartung, du gehst den Feuerlöscher kaufen, wenn dein Haus brennt. Danke fürs Durchhalten. Danke für die Grazer Linux-Tage. Wenn es Fragen gibt, bitte gerne. Wir haben, glaube ich, noch 2 oder 3 Minuten. Habt ihr Fragen? Da hinten. Bitte. Danke. Ich muss jetzt nur die Frage wiederholen für den Stream bzw. für die Aufzeichnung. Also das erste Kommentar war, dass WordFence eigentlich anschlagen hätte müssen. Das hat man gesehen mit hätte, aber im Sinne von mit
Das ist ja direkt ausgeschalten worden. Also in dem Moment, in dem das hochgeladen hat, wäre WordFence, wenn es installiert gewesen wäre, wäre ausgeschalten worden. Und das zweite Kommentar mit, wenn ihr auf Red Hat-Systemen seid, dann aktiviert SE Linux. Das fängt zumindest einige Security-Mechanismen oder nicht vorhandene Security-Mechanismen, dass man das Malware Blödsinn macht, ab. Bitte. Also das ist relativ groß, also ihr könnt nach der CVE braucht es nur reingeben, wie viele Systeme von der Royal Elementor Plugin-Situation betroffen waren. Das waren grundsätzlich viele, das Problem ist ja die Timeline, bis ich das erst rausgefunden habe, also bis mir das gemeldet worden ist, also die Timeline, es war relativ lang, bis das entdeckt wurde, bis darauf reagiert wurde und bis diese Updates halt überall draußen waren. Es haben dann viele Firmen, also die so in diesem Umfeld sind, auch darauf reagiert mit, ja, wir sichern unsere Kunden ab, bla 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 bla. Und dort hat man nachgeschaut, teilweise waren auch die trotzdem betroffen. Also ich habe dann einfach nur über Suchmaschinen, also übrigens auch über GitHub-Suche, geht das super. Dort schaut man einfach einmal rein, gibt es Webseiten, die den Source-Code da drinnen haben. Ah ja, okay, die sind da noch online, ah, die sind auch gehackt. Also ich habe auf die Schnelle einfach mal 10 gefunden, die ohne großen Aufwand zum Finden waren, und das ist durchaus schon eine Weile, nachdem der Hack passiert ist gewesen, und da sind sicher Hunderte oder Tausende davon betroffen gewesen. Manche haben es halt auch einfach abgedreht oder komplett neue Installation. Bitte. Wie legst du Kontaktdaten ab, wenn du keinen HTTP-Server betreibst? Also irgendeine Information gibt es über dich oder das System, das du draußen im Netz hast. Also wenn du wenn du einen Webserver hast, der gehackt wurde, dann findest du irgendwas. Die Firma, die da erwischt wurde, auch von der gibt es irgendeine Präsenz. Also sei es im Worst Case LinkedIn. Das Problem ist, da war wirklich jede Information, egal ob auf YouTube, auf LinkedIn, Twitter habe ich sogar noch, da muss man sich ja einloggen, damit man überhaupt noch an die Informationen rankommt. Also da hat wirklich jede Ebene, da geht es gar nicht um eine Website. Man kann es auf der Website natürlich in dem Security-Filer hinterlegen, umgekehrt kriegt man dann viele Mails von möchte gern hackern, also es ist immer so ein Trade-off, aber irgendwo, dass man halt was findet. So, letzte Frage, wenn es noch eine gibt, bitte. Das weiß ich, ob das vorbei ist, ob das Kriterium, dass es vorbei ist. Nein, in dem Fall war ich Incident Troubleshooter, also da ist es wirklich nur darum gegangen, dass ich das schnellstmöglich rausputze. Ich war noch Teil des Postmortems, mit was sie machen sollen. Das ist dann Sache der Firma. Also in dem Fall habe ich genug Binaries eingesammelt gehabt auf diesen Testsystemen, um sicherzustellen, das ist immer das Gleiche und es ist noch nichts passiert dort. Also da haben wir rechtzeitig darauf reagiert, immer abgefangen, dass die einen Blödsinn machen. Eine hundertprozentige Garantie kann ich dazu nicht geben, aber Kunde war beruhigt, beziehungsweise die haben dann halt die Systeme neu installieren angefangen, damit halt alles vom Scratch sauber gemacht wird. Eine Frage noch? Welchen lokalen, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, welchen Binary vertraue ich auf dem System, um ein Binary zu übertragen? Es gibt mehrere Schmähs, also das erste ist einmal zu schauen, ob die Netzwerkverbindung als solches gekappert ist, also wenn man dann sieht, dass Libraries die Netzwerkinformation abfangen und irgendwann Blödsinn machen, dann kannst du dem eigentlich nicht mehr vertrauen. Da ist dann meistens leichter, du suchst ein anderes System, wo das noch nicht der Fall ist. Sonst Busybox versuche ich raufzukopieren. Es gibt da die Variante, dass du über Base64 mit relativ wenig Aufwand das direkt in die Konsole pastest. Also du kannst ein Binary nehmen, schmeißt es durch Base64 durch. Auf dem Zielsystem mit dem Busybox, mit dem Base64 Binary entboxst du dir das und führst es dann von dem System auf. Also wenn du SCP nicht vertraust, also mein Go-To ist SCP, wenn ich merke, ich kann der Netzwerkverbindung nicht trauen, dann gehe ich wirklich über diesen Schmäh mit Base64 kodiertes Binary übertragen über Copy-Paste. Die Checksummen kannst, die Sache ist, also Busybox muss halt einmal rauf. Also das Busybox muss draufkriegen, das ist der erste Weg, damit du weitermachen kannst. Aber das liegt bei mir lokal und ich weiß, wie ich das raufkriege, wenn ich wirklich SCP nicht vertrauen kann. Gut, wenn noch irgendjemand Fragen hat, ihr findet mich sonst draußen. Und wie gesagt, wenn jemand lustige Bücher kennt, sagt es mir. Danke.